Hallo und herzlich willkommen zu Für Leib und Seele. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau 6 Monate vor der Geburt Jesu feiern wir am 24. Juni den Gedenktag Johannes der Täufer. In der Landwirtschaft hat der Johannistag eine wichtige Bedeutung. Die Spargel- und Rhabarbersaison endet. Gleichzeitig beginnt die Ernte vieler Feldfrüchte sowie die Heuernte. Ja, und die Menschen hoffen auf Liebe und eine gute Ernte. An Johannes kann man in der Regel die ersten Johannisbeeren ernten. So wie ich war heute auch im Garten. Und deshalb möchte ich heute einen Streuselkuchen zubereiten, der wirklich sehr, sehr schnell geht. Der wird mit Joghurt zubereitet und das zeige ich euch einmal. Ich habe also schon eine kleine Form gefettet. Ich nehme heute die halbe Portion des Teiges. Dann habe ich Butter, Mehl, Zucker in die Schüssel gegeben und gebe noch ein Ei dazu und etwas Backpulver. Ich habe dort also ein Ei, etwas Backpulver, 125 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker und 70 Gramm Butter. Jetzt verrühre ich das mit dem Handrührgerät zu streuseln. Schon alles, dann sieht das so aus. Jetzt habe ich 5 Esslöffel Joghurt. Ich nehme da am liebsten den griechischen, weil der sehr fetthaltig ist und es einfach besser gelingt. Nun kommt ein Päckchen Puddingpulver dazu. Das verrühre ich jetzt. Kein Zucker mehr dazu, weil die Streusel an sich ja schon sehr süß sind. So, jetzt der Clou, etwas Eierlikör. Das verrühre ich dann noch dazu. So, das ist schon an Vorbereitung alles und jetzt gebe ich die Hälfte des Teiges in die Form und drücke das an. Dann gebe ich die Masse darauf. Dann kommen die Johannisbeeren obendrauf. Und dann verteile ich oben die Streusel. Das wird ein ganz saftiger Kuchen und man braucht nicht einmal Schlagsahne. Durch den Joghurt wird er nämlich ganz saftig. Ihr seht, es ist wirklich ein schneller Kuchen. Man hat die Zutaten zu Hause. Man kann den also wirklich ganz schnell machen. Man kann auch beliebige andere Früchte nehmen. Mit Kirschen, mit Blaubeeren schmeckt der sehr gut. So, und dann gebe ich den Kuchen mit für 35 Minuten
bei 180 Grad in den Backofen. So sieht jetzt der köstliche Streuselkuchen mit Johannisbeeren aus, der wirklich schön aufgegangen ist. Den bestreue ich jetzt noch mit etwas Puderzucker. Und warm ist der natürlich köstlich. Im Evangelium nach Lukas heißt es: Sie wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Johannes der Täufer, ein kantiger Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Aber nicht Angst lässt die Menschen in Massen zu ihm hinströmen. Johannes schaufelt den Weg frei für die berührende Begegnung mit einem Gott, der ganz anders ist, als Menschen sich ihn vorstellen. Feuer, Gericht, Bekehrung, ja, aber die Begegnung wird zum Flächenbrand der Verwandlung, die Herzen brennen lässt durch neue Hoffnung. Gutes Gelingen und guten Appetit wünsche ich euch und seid behütet an Leib und Seele.